Ja, hallo zusammen. Wir starten heute mal mit einem alten Klassiker, Fable 3. Ich habe da mal wieder richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann wollen wir noch mal gucken, wie wir spielen. Weiß ich noch gar nicht. Gut, böse, vielleicht den guten Mittelweg. Ich weiß es noch nicht, was auf uns zukommt. Aber das ist der Plan. Fable 3 komplett durchzuspielen. Wie, weiß ich noch nicht. In gut oder böse, aber da werde ich mehrere Episoden machen. Und dann mal gucken, wie wir da vorankommen. So, dann wollen wir doch mal starten. Albion ist nun im Industriezeitalter. Es ist auch das Zeitalter der Unterdrückung. Wenn Freiheit nichts als ein Traum ist, man muss Stellung beziehen, um eine Rebellion zu führen. Um eine Heldin zu sein. Willkommen in der Stadt der Unterdrückten. Wer hier wagt aufzubegehren, wird bestraft. Und wer hier wagt zu hoffen, die Lage ist hoffnungslos. Kämpfen das Übel. Wahre Rebellen geben nie auf. Doch sie siegen nicht allein. Der Aufruhr hat begonnen. Doch wer führt die Revolution an? Zu schöner Tag, um ihn zu verschlafen, oder? Oh, was? Hold up, Jasper. Diese Antwort ist einer Prinzessin kaum würdig. Verzeiht, Zeit zum Aufstehen. Wenn ihr erlaubt, werde ich auch euren Gefährten hier wecken. Ach, bei solch royalem Verhalten geht einem das Herz auf. Gut geschlafen? Das wird ein anstrengender Tag. Na komm. Wenn ich aufstehe, musst du es auch. Das wird nicht funktionieren. Sieh mich nicht so an. Braves Hündchen, brav, brav. Was für ein Paar. Wir sind alle verloren.
So, dann bauen wir doch mal. Kurz und knapp, oder? Ja, ich entscheide mich heute mal für das weiblichere. Ihr wollt zu diesem Anlass bestimmt umwerfend aussehen. Ich habe mir erlaubt, zwei Outfits für euch zurechtzulegen. Trefft eure Wahl. Ein Mitglied der königlichen Familie sollte immer nach der neuesten Mode gekleidet sein, wenn man sich dafür interessiert. Na, eine glänzende Wahl. So, und dann mussten wir doch irgendwie raus und in den Schlossgarten. Nicht? Doch. Einen guten Tag, Madame. Adieu, Jasper. Prinzessin? Ich glaube, wir machen anfangs erstmal einen auf gut. Bis wir so ein paar Leute da haben und treten alle später in den Arsch. Das wäre so richtig böse. Ja, mal gucken. Dann ist das Königreich sicher. Schöne Prinzessin. Eure zwei tapferen Ritter werden euch mit ihrem Leben schützen. Ich kann auf mich selbst. Wirklich? Dafür bräuchte ich. Umarmen oder küssen? Hier, du kriegst mal einen aufgedrückt. Wie ist das? Das ist doch ziemlich zufriedenstellend. Ich dachte, ihr steht nie auf. Hat Jasper gesagt, dass ich euch sprechen wollte? Ja. Ist etwas passiert? Ich weiß nicht, aber irgendwie sind alle im Schloss wegen eures Bruders nervös. Mehr als sonst. In der Stadt ist es noch schlimmer. Man hört so schreckliche Geschichten. Hört zu, ein Fabrikarbeiter soll hingerichtet worden sein. Es ist wahrscheinlich nur ein Gerücht, aber die Leute reden natürlich. Ich habe dem Schlosspersonal gesagt, dass ihr heute Morgen zu ihnen sprechen werdet. Werdet ihr das tun? Es könnte Schreckliches passieren, wenn niemand die Lage beruhigt. Glaubt ihr das nicht? Ja, sie mögen den König zwar fürchten, aber ihre Prinzessin lieben sie. Werte Prinzessin, dürfte ich euch zum Schloss geleiten? Sie warten schon. Gut, gehen wir. Wie konnte euer Bruder nur einen Arbeiter hinrichten? Aber manchmal glaube ich, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er hat sich so verändert. Und er sieht immer so furchtbar müde aus. Ich habe Sir Walter von der Rede erzählt. Er wird euch unterstützen. Was würde ohne ihn nur aus diesem Ort werden? Er will sicher, dass ihr heute mit euren Anweisungen fortfahrt. Er ist im Moment vom Kampftraining besessen. Ich habe gehört, dass er sich nur für eines der Kinder in der Fabrik eingesetzt hat. Wer weiß, wo das endet. Beim nächsten Mal ist es einer von uns, der... Hört auf zu reden und zieht eure Kleidung gerade. Willkommen, Majestät. Der Besuch ist uns eine Ehre. Wir sind zusammengekommen, um euren Worten zu lauschen, sobald ihr bereit seid. Na, dann kriegst du doch mal eine ermutigende Rede. Ihr macht schwere Zeiten durch, aber der König ist so beschäftigt, dass er sich nicht genug um euch kümmern kann. Ich bitte euch, den Gerüchten keine Beachtung zu schenken. Ich verspreche euch, meinen Bruder zu überzeugen, dass ihr und eure Familien bessere Lebensumstände verdient. Vielen Dank.
Das nennt ihr eine königliche Schrei, keine Drohungen, jeder Satz von Vernunft geprägt. Es war einfach fabelhaft. Gut, seid ihr bereit für euer Training? Passt auf sie auf, Walter. Na Walter, dann wollen wir doch mal loslegen. Sir Walter, was für ein Glück. Wärt ihr so nett, meine Petition zu unterschreiben? Wir müssen gegen die Armut in Albion kämpfen. All das Leid in den Straßen und der König tut nichts. Man muss ihn dazu zwingen. Gut und schön, aber ich bin nur ein alter Soldat. Mein Name bewirkt gar nichts. Aber vielleicht würde die Prinzessin hier euch weiterhelfen. Oh, das wäre herrlich, Majestät. Das wäre wirklich die größte Ehre. Ja, komm, wir unterschreiben. Wir spielen das Spielchen erstmal mit. Danke, meine Prinzessin. Und Arschtritte gibt's später. Das wird alles ändern, da bin ich mir sicher. Oder ich spiele gut. Mal gucken. Das war mutig. Ich bin mir echt noch nicht sicher. Mit gut am Anfang liegen wir sowieso erstmal gar nicht verkehrt. So, dann nehmen wir uns mal ein Schwert. Hört zu, da gibt es was. Walter, ihr müsst schnell kommen, ihr beide. Was ist los? Vor dem Schloss sieht wie eine Demonstration aus. Das ist nicht gut. Sie sind schon auf dem Schlossgelände. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen. Mist, ich hätte es wissen müssen. Ich glaube nicht, dass Sie ahnen, wozu euer Bruder in der Lage ist. Das wird kein gutes Ende haben. Es ist lange her, dass Logan auf mich gehört hat. Aber ich muss zugeben. Wartet hier. Es gibt noch etwas, über das wir reden müssen. Mir gefällt das nicht. Wir können nicht einfach rumstehen. Wir müssen etwas tun. Seht, die Wachen haben die Treppen verlassen. Folgen wir Walter, um herauszufinden, was Logan vorhat. Gehen wir lieber los. Sie sind im Kriegssaal. Dann also los, bevor uns jemand sieht. Schnell, man sieht sie. Überlegt euch, was ihr da tut, Logan. Ich schütze die Interessen unseres Volkes. Fordert mich nicht heraus. Erschießt sie. Fangt mit ihren Anführern an und zielt dann, wenn nötig, auf die Menge. Das könnt ihr doch nicht machen. Sagt mir nie, was ich tun soll. Walter. Ihr seid seine Schwester. Vielleicht hört er auf euch. Er darf sie nicht alle töten. Wir müssen was tun.
Was machst du denn hier? Der Kriegssaal ist nichts für Kinder. Geh jetzt. Ich werde nicht zulassen, dass du die Leute tötest. Nein, halt! Genug! Du stellst dich gegen mich. Vielleicht möchtest du an meiner Stelle die Entscheidungen treffen? Du willst diese Verräter verteidigen? Also schön. Zeig, was du kannst. Bringt meine Schwester und Anhang in den Thronsaal. Regeln wir die Sache offiziell. Es geht mir gut. Alles okay. Keine Sorge. Was auch passiert, wir stehen es zusammen durch. Geht weiter. Hier kommen die Helden des Volkes. Komm her, Schwester. Du hast mich heute maßlos enttäuscht. Mein Fleisch und Blut hat mich verraten. Und ein Spion. Wir haben nichts getan. Die Strafe muss dem Verbrechen angemessen sein. Dann bestraft mich. Du bist kein Kind mehr, also sollte ich dich nicht so behandeln. Du wolltest die Verräter vor dem Schloss heute Morgen schützen. Schön, du sollst deine Chance bekommen. Hier stehen die Anführer des Mobs. Du entscheidest. Wer wird bestraft? Diese Fremden oder dieser Junge? Sie erwartet der Tod. Was? Nein, nicht doch. Du bist die Prinzessin. Entscheide. Eure Majestät, Logan, bitte. Ich verleihe dir Macht über Leben und Tod. Nein, das kann ich nicht. Dann entscheide ich für dich. Sie werden alle hingerichtet. Sag mir, was bist du gewillt zu opfern, um das Richtige zu tun? Das ist Wahnsinn. Wir können doch nicht... Nehmt mich. Lasst sie nicht sterben. Nehmt mich. Es gibt nur eine Entscheidung für euch. Ja, mein kleiner Held. Dann werde ich dich hinrichten. Hört ihr mir zu? Wählt mich. Ja, mach ich das schon. Bye. Wir machen mal ein Vollaufgut. Danke. Vielen Dank. Hab ich gerade so beschlossen. Es ist okay. Ihr habt bestimmt das Richtige getan. Vergesst nie, was er getan hat. Und dass ich euch liebe. Weg mit dem Jungen. Erledigt ihn. Das werde ich dir nie verzeihen. Gut, dann vergisst du es auch nie. Bringt meine Schwester in die Gemächer. Los! Gebt euch nicht die Schuld, Madame. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht hierbleiben. Nein, wir werden das Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution, einen neuen Anführer. Es braucht eine Heldin. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Tochter eures Vaters zu sein. Schön, ich packe das Nötigste zusammen. Keine Zeit, wir nehmen nichts mit. Auch keinen Pyjama? Los, wir müssen jetzt gehen. Na gut, dann entkommen wir doch mal aus dem Schloss. Ich hätte den Thronsaal etwas geschlossen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Damit würdet ihr nur euren Tod herbeiführen. Vielleicht hätten wir früher fortgehen sollen. Wolter, wenn du nicht ständig im Weg sein würdest. Ne, du weißt schon. Wohin gehen wir? Ich dachte, wir verlassen das Schloss. Ja, aber vorher müssen wir noch etwas erleben. Ah, das erste Mal Magie, genau. Die Katakomben. Es ist Zeit, Albions letztem Helden Respekt zu zollen. Dass ich diesen Ort noch einmal wiedersehe? Ihr hättet das wissen müssen. Als euer Vater starb, versprach ich ihm, euch eines Tages hinzukommen. Ja, die verübten Verbrechen, die ihr gerade unten gesehen habt, wenn ihr darauf geachtet habt, bei Uhr 12.000. Ja, ich war auch mal sehr, sehr böse.
in anderen Spielen, damals auf der 360. So, wie war das denn gleich? Achso. Das Siegel von Elvion. Das ist der wertvollste Besitz unseres Vaters. Das Gildensiegel, genau. Es fällt diejenigen aus, die die Kraft in sich tragen, die das Potenzial haben, Legende zu werden. Nehmt es. Sollte jetzt etwas passieren? Ich bin Theresa, Seherin des Turms. Ich führte euren Vater bei seinem größten Triumph. Aber euch steht ein noch größeres Schicksal bevor. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Elvions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Helden stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eure Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Ja, dann wollen wir das doch mal machen. Ja, dann würde ich sagen, da machen wir hier erstmal einen Cut. Wahrscheinlich machen wir jedes Mal einen Cut, wenn wir an der Siegelstraße sind. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich bin mal gespannt, wie wir dann weitermachen. Aber bis jetzt, ich muss sagen, mir gefällt es mal wieder richtig gut. Und wäre geil, wenn ihr ein Follow da lassen würde. Ein Daumen nach oben reicht mir schon. Im geilsten Fall ein Abo. Vielleicht dann auch noch einen Klick auf die Glocke. Und wie auch immer, wenn auch nicht, dann wäre es geil, wenn ihr im nächsten Video einfach dabei seid und wieder mitzuguckt. Würde mich wahnsinnig freuen und wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, im nächsten Video. Danke und ciao.